Ich habe euch neulich in einem Beispiel gesagt, was ich denke. Und zwar denke ich, dass die Menschen immer lügen. Aber es gibt eine Art und Weise herauszufinden, wie man wirklich agiert, nämlich indem man sie an ihrem alten Verhalten bemisst. Ich bin jetzt gestoßen auf eine Aussage von John Swinton, dem Chefredakteur der New York Times, der sich geäußert hat zu den Medien. Die Medien sind das, was man in der Demokratie als das Richtinstrument ansieht. Es ist das, was die Menschen informieren soll, sodass sie rationale Entscheidungen treffen. Und sie sollen dafür sorgen, dass am Ende Gleichheit herrscht, gerechte Gesetze. Ich möchte euch jetzt einen Ausspruch von John Swinton nennen. Und ihr werdet genauso wie ich Rückschlüsse darauf ziehen können, was heute passiert ist. Lasst mich euch das vorlesen. Bis zum heutigen Tag gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung, bei der ich angestellt bin, herauszuhalten. Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Beschäftigung innerhalb von 24 Stunden los. Es ist das Geschäft der Journalisten, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammons zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr täglich Brot. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind die Hampelmänner. Sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Möglichkeiten und unsere Leben sind die Eigentümer anderer Männer. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Das ist das, wer die Zeitung damals war. Und nochmal, ihr hört den Ausspruch damals von jemandem, der die Zeitung geführt hat. Und die Zeitung damals war das mächtigste Medium überhaupt. Dinge ändern sich nicht. Dinge verschieben sich. Zeitungen heute sind weniger mächtig. Es ist dahin gegangen, dass es Social Media gibt. Aber es gibt verschiedenste Dinge, die ihr gehört habt. Ihr habt gehört, wie viel Druck auf Elon Musk ausgeübt wurde. Ihr habt gehört, was passiert ist. Plötzlich auf einmal war es, dass man ihn angezeigt hat, nachdem er sich gegen das Narrativ gestellt hat. Man hat gesagt, hier, es gibt verschiedenste Mietzahlungen. Man hat ihm mit verschiedensten Dingen gedroht. Und ihr hört jetzt hier, was damals vor, wenn ihr so wollt, vor 100 Jahren Menschen passiert ist, die in einer ähnlichen Situation waren. Das, was mich, mein größter Fehler war, ist zu glauben, dass die Politik jetzt korrupt geworden ist. Die Wahrheit ist, dass die Politik immer korrupt war und dass wir einfach blind waren, das zu sehen. Ihr hört mächtigste Männer, die euch das sagen. Und das, was wir machen müssen, ist einfach nur zuzuhören, weil exakt das passiert. Es ist so, dass wir angelogen werden, das Land wird verkauft. Und die Frage, die ihr euch stellt, warum lehnen Journalisten sich nicht auf? Weil sie nicht können. Weil sie so sind wie viele von uns, dass sie denken, warum sollte ich der Erste sein? Warum sollte ich meinen Wohlstand aufgeben für alle? Ich spiele mit, ich mache mich zum Spielball der Herrschenden. Und wenn jemand drunter leidet, so habe ich immer noch die größten Vorteile. Der Egoismus der Menschen ist das, was uns runterzieht. Und dieses Zitat macht es treffend wie nichts anderes. Das wollte ich mit euch teilen.